Yoyo ist eine Stadt im Süden der Präfektur Kyoto. 2022 feiern wir ihr 50-jähriges Bestehen. Im Westen der Stadt fließt der Fluss Kizu, im Osten ist es hügelig. Auch Grundwasser ist reichlich vorhanden. Dank dieser geografischen Beschaffung ist Yoyo für landwirtschaftliche Produkte wie Grüntee, Pflaumen, Feigen, Süßkartoffeln und Blumen bekannt. Auch die traditionelle Industrie der Gold- und Silberfäden hat sich hier entwickelt. Studenten der Kyoto-Präfektur-Universität haben diese Produkte erforscht. Die Region Aodani im Süden der Stadt ist bekannt für ihre Pflaumen. Eine lokale Spezialität ist die große Pflaume namens Yosuhaku. Sie ist prall gefüllt und hat einen guten Geschmack und Duft. Die Bezeichnung Yosuhaku soll sich aus dem Namen der Region und der Farbe der Frucht ergeben haben. Es werden unter anderem Pflaumenwein und eingelegte Pflaumen produziert. Außerdem ist der Pflaumenbaum der offizielle Baum der Stadt. その代木に今継いでこれこの枝からは上州白になる。で、この枝を継ぎをするにしても何でもかんでもつないだりってわけではないですよね。そう、あとだから継ぐのもすごい難しい。まあコツがいると思う。枝と枝の皮膚と皮膚をくっつけて、でそこにちゃんとくっついたら、そこに栄養が流れて、 Die Yamashiro-Region, der südliche Teil Kyotos, ist für ihren grünen Tee bekannt und wird als Kyoto Tea Country bezeichnet. Der Ujisha-Tee stammt zwar ursprünglich aus dem Gebiet von Uji, doch inzwischen wird unter diesem Namen in der gesamten Region hochwertiger grüner Tee produziert. Joyo produziert grünen Tee, der gemahlen und als Matcha für die Teezeremonie verwendet wird. In der Kozuya-Region der Stadt gibt es eine Reihe von Teefeldern. この土地ならではの環境ってあると思うんですけど、それを教えてください。この上游は、西の端に木津川が流れてて、で、木津川からこう砂が、上流から砂が運ばれてきた、砂地でできた土質っていうのが、一番の特徴かなと。 Durch die Nutzung des reichlich vorhandenen Grundwassers werden die japanische Iris, Lotus und Kala-Lilien gezüchtet. Die japanische Iris, die offizielle Blume der Stadt, ist vor allem beim Festival am 5. Mai zu sehen. Auch wird sie für traditionelle Blumenarrangements verwendet. ジョヨシが牡蠣の栽培に適している理由を教えてもらってもよろしいですか。うちで作っている花しょぶからハスなんですけど、全部水が必要なんですけど、その水っていうのがジョヨシの地下に潤沢にあるんですけど、 その地下水がとっても良質で、それがあるので、栽培に適してるんですけども、これが花菖蒲ですね。5月頃だとピーンと1メーターぐらいで、もっとスッとした綺麗な花に、なので、なんていうか、1輪挿しとかでもう飾ってもらっても凛とした形が。 Feigen werden in Yoyo seit Mitte der 1920er Jahre angebaut und sind sehr bekannt. Die Stadtfigur Yorin-chan ist auch ein Feigenmädchen und mit einem Haarschmuck aus Pflaumenblüten. Die Feigen aus Yoyo sind groß und werden erst bei voller Reife gepflückt. Die gesamte Region um Yoyo über die Kansai-Region bis nach Tokio isst und liebt die Feigen. Auch finden in der Feigensaison viele Feigenveranstaltungen statt. イチジクは長期間にわたって収穫するとお聞きしたのですが、その時期によって味や形は変わりますか？そうですね。収穫時期はですね、7月の終わりから11月の後半ぐらいまで
収穫時期となるんですけど、甘さが乗ってくるのはやっぱり8月のお盆ぐらいから9月の初めにかけて、この辺でまたかなり味がね、美味しさも変わってまいりますし、9月以降になりますとだんだん徐々に小ぶりになってきます。はい、小ぶりになってくるんですけど、甘さ糖度的にはね増してくるので、それはなぜかというと日中の温度と朝晩の温度が変わってまいりますので、はい、寒暖の差が出るということで。Süßkartoffeln, die auf dem sandigen Boden in der Terada-Region angebaut werden, sind als Terada-Kartoffeln bekannt. Ein besonderes Erlebnis ist es, die Kartoffeln an extra dafür ausgelegten Bauernhöfen selbst auszugraben. Touristen kommen für dieses Event gerne nach Jojo. Gold- und Silberfäden wurden in der Region Terada in Jojo hergestellt. Die gesamte Industrie hat sich durch den engen Kontakt mit der Nishijin-Kimono-Industrie in Kyoto entwickelt. Während das traditionelle Kunsthandwerk beibehalten und fortgeführt wurde, gab es viel Raum für neue, innovative Produkte und Verwendungsmethoden. Jojo liegt zwischen den beiden historisch bedeutenden Städten Kyoto und Nara, 5 Meilen von den beiden alten Hauptstädten entfernt. Daher heißt die Stadt auch Gori-Gori-no-Sato, was wörtlich übersetzt eine Stadt in 5 Meilen Entfernung bedeutet. Die Stadt ist sehr dynamisch und entwickelt sich als Kreuzung zwischen Menschen und Berufen stets weiter. Wir würden uns freuen, Sie eines Tages in Jojo begrüßen zu dürfen und Ihnen einen Einblick in die besonderen Produkte der Stadt geben zu können.